Jo Leute und willkommen zurück zu No Man's Sky. Ich habe gerade zwischen den beiden Folgen nochmal ein paar Piraten bekämpfen müssen. Deswegen kann es sein, dass ich jetzt ein bisschen mehr Credits und Korvax ansehen auf einmal habe. Aber generell sind wir dabei, Aufgaben für unseren Angestellten hier nachzugehen. Und da sind wir jetzt gerade auf dem Weg, was abzugeben. Gut. Ich glaube, für unseren Farmer und der Forscher hatte, glaube ich, auch eine Aufgabe, an denen er oder irgendwas zu tun, wo er ein paar Stunden dran rumgebastelt hat beim letzten Mal, wenn ich mich erinnere. Wow. Nee, das war gar nicht mal so gut gewesen. Von der Landung einmal auf dem Boden aufgedutscht. Macht aber nichts. So. Ja, irgendwie alles noch ungewohnt hier in der neuen Aufnahmeumgebung. Alles ist woanders positioniert. Es hört sich auf meinen Ohren anders an. Das ist gerade irgendwie alles ein bisschen strange für mich. Aber schauen wir mal. Ihn hatten wir, glaube ich, fertig. Er war deaktiviert. Was hatte er denn nochmal? Ich fürchte, mein Kinderexperiment funktioniert nicht. Ich bin trotzdem noch einsam. Ich muss jetzt aber um zwei Bewusstseine sorgen. Das ist schlecht. Ich verliere mich selbst, Reisender. Bring meinen Kern zu einem Monolithen. Ich will mich mit dem Atlas verbinden. Ich muss mit der Unendlichkeit sprechen. Der Korvax erinnert sich an meine letzte Reise mit seinem Kern. Damals habe ich versucht, ihn mit der Konvergenz zu verbinden. Diesmal sucht er den Atlas. Ich weiß nicht, ob der Monolith oder irgendetwas anderes die benötigte Schnittstelle haben. Das werden wir wohl herausfinden, denke ich mal. Kern entfernt. Oh, jetzt ist er wieder deaktiviert. Der macht echt was mit. Der kann einem ein bisschen leid tun, der Kerl. Ja, da kommt nichts mehr. Gut. Ich freue mich, dich zu sehen, mein Freund. Die Wüken-Technologie hat dich hoffentlich beschützt. Ich habe das benötigte Solanium für die Fertigstellung der Pharma-Werkstatt. Ich bin schon gespannt, wie ein zweiter Gag auf meinen Aufseher wirkt. Er hat bestimmt noch nicht viele Worte mit dem Wissenschaftler oder dem Waffenmeister gewechselt. Ah, das Farmen. Wir endlich frei von den Wächtern werden die Erde ausbeuten und uns im Handeln üben. Neuen Gebäudeteil gelernt, Landwirtschaftsterminal. Ja, super. Eine auf die Bedürfnisse von Farmern zugeschnittene Forschungsstation, ausgerüstet für die Analyse und Kultivierung anbaubarer Pflanzen. Da wir die Materialien schon dafür haben, würde ich sagen, bauen wir das Ding jetzt auch direkt hier hin. Aber im Moment kann ich nichts machen. Ich wollte gerade sagen, in der Regel geht es dann irgendwie noch weiter. Sobald du unseren Farmer rekrutiert hast, willst du bestimmt ungehindert handeln, um von unserer prächtigen Ernte zu profitieren, ohne hin und her gezerrt zu werden. Keine Angst, mein Freund, ich werde dafür sorgen. Ich benötige lediglich ein paar Schaltplatten für die Fertigung der Pläne unseres eigenen Handelsterminals. Oh Gott, darauf habe ich, glaube ich, auch schon lange gewartet, dass ich aus meiner Basis raus handeln kann. Der Aufseher benötigt Schaltplatten für die Erstellung eines Bauplans für ein galaktisches Handelsterminal. Der Korvax-Wissenschaftler sollte die notwendigen Bauteile herstellen können. Mir scheint der Eifer des Handels zu fehlen, der dem Gag innewohnt. Trotzdem wäre es praktisch, von meinem Zuhause aus auf den galaktischen Markt zugreifen zu können. Definitiv. Und ich merke echt, diese Questreihe hier mit den Angestellten ist halt mehr und mehr die Einführung in die Basisgebäude und Basisfunktionen einer Basis. Und eigentlich wollte ich das ja gar nicht machen, sondern erst der Artemis-Questreihe folgen. Aber jetzt sind wir mittendrin, jetzt pausiert die Artemis-Questreihe einfach so lange. Nee, das war nicht das, was ich wollte. Ein Landwirtschaftsterminal bauen, genau das wollte ich. Terminals. Landwirtschaftsterminal. Ich habe auch schon alles dafür. Oh, das ist ja gar nicht mal so groß wie die anderen Geschichten. Auch wenn es jetzt nicht mehr perfekt in diesen Radius reinpasst. Wir bauen es mal so grob hier hin. Und jetzt? Er winkt. Will er was von mir? Dieser Ort ist voller Fabriken, die ohne Zweck Ressourcen produzieren. Doch wenn man einen Stein zerstört, wird man direkt von Wächtern angegriffen. Das schlägt ihm fast den Boden aus. Das macht mich krank. Warum sorgt er sich jetzt? Der Aufseher hat recht, Wächter greifen mich aufgrund des Abbaus kleiner Mengen an, während Fabrikkomplexe ungestraft davonkommen. Warum? Warum ignorieren sie jene Gier, während ich nur um mein Überleben kämpfe? Ja, das ist total ungerecht. Dein Zorn macht mir Freude. Überleg doch mal, warum dürfen sich die Wächter ihre Opfer aussuchen? Wer hat ihnen diese Macht verliehen?
So, genau. Wir gehen mal weiter dem hier nach. Ist eigentlich mein Ding hier mittlerweile nicht mehr verbuggt? Es geht nach wie vor sofort aus. Es ist auch nicht... Jetzt checke ich auch erstmal warum, ne? Ach so, ah, ich habe hier einen Verkabelungsfehler gemacht. Jetzt sehe ich das erstmal, das Stromkabel von der Batterie, die auch zurzeit leer ist, geht... Ah, oh, und deswegen hat sie sich auch teilweise entleert und ich habe es gar nicht mitgekriegt, weil es direkt auf diesen Container geht. Das hatte ich mir nämlich auch schon mal gefragt, als ich hier angekommen bin. Da war auf einmal die Batterie leer und ich habe mich gefragt, warum. Ich habe das für einen Bug gehalten, aber es liegt an dieser falschen Verkabelung hier. So. Jetzt muss ich auch gucken, dass ich nur dieses Stromkabel hier erwische. Das muss weg. Und dieses Kabel hier, oh Gott. Das muss an den... Oder war es doch am Schalter? Nee, es sieht schon wieder so aus. Wir machen das jetzt mal ganz anders, um ganz sicher zu gehen. Kabel weg. Kabel weg. Wir laden schon mal die Batterie auf. Upsa. Der Ofen ist leer. Und ich kann... Jetzt packe ich alle 753 da rein, oder wie? Es macht so den Eindruck. Ey, muss ich wirklich, wenn ich da nur ein Teil reintun will, das vorher in meinem Inventar zerteilen? Aber auch, nee, auch das, mir wird nicht das Inventar angezeigt, sondern die Gesamtmenge. So, und jetzt legen wir mal ordentlich ein paar Kabel. Ist es eigentlich egal in diesem Schalter, wo es rein und wo es raus geht? So. Aber um das jetzt besser nachzuvollziehen zu können, wo wir uns jetzt herkabeln. Kabeln wir uns jetzt mal so. So. Nee, ich hätte den Baumodus gar nicht verlassen müssen, ne? So. Jetzt machen wir es nämlich auf die ganz feine Art, dass man genau die Kabelführung sieht. Zack. Und zack. So. Ja, dann verstehe ich jetzt... Ich verstehe nicht, warum das nicht funktioniert. Lädt auf. Hat Energie, 33%. Das hier funktioniert einwandfrei, aber unser manueller Schalter da funktioniert nicht. Warum? Es hat doch schon funktioniert. Wir bauen das jetzt einfach nochmal neu, aber es erschließt sich mir echt nicht. Ja, sorry Leute, ey, aber sowas nervt mich. Was soll das? Lager 0. Zack. Wir können den Schalter
jetzt auch mal hier anbringen. Oder hatte ich das gerade hier dran? Bin ich total verwirrt? Nee, ich hatte das doch hier dran, oder? An der Batterie. So. Das Kabel für die Batterie, das führen wir jetzt schon mal hier hin. So, jetzt haben wir hier unseren Stromanschluss. Und jetzt führen wir es einmal direkt da dran. So, das funktioniert. So will ich es aber nicht. Sondern ich will es durch diesen Schalter haben. Ach, da liegt noch so ein anderes Stück Kabel. So. Ist das kein dauerhafter Schalter? Macht der immer nur Kurzstrom? Annäherungsschalter, Wandschalter, automatischer Schalter. Schalter, Bodenschalter. Oder habe ich den falschen Schalter? Ich glaube, ich habe den falschen Schalter benutzt, Leute. Ich glaube, ich habe das Problem hier endlich verstanden. Einmal bitte ein bisschen mehr Wärmeschutz, bitte. Aber es hat doch schon mal funktioniert. Habe ich den Schalter nochmal ausgetauscht? So. Bauen nicht möglich. Ionisiertes Kobalt. Habe ich noch Kobalt? Ionisiertes Kobalt habe ich auf jeden Fall. Dioxid. Ein paar Geoden. Ferritstaub. Oh ne, der Süßwürfel. Wo ist denn das andere? Hier habe ich auch noch eine Geode. Okay, wenn wir wieder irgendwo eine Höhle sehen, brauche ich Kobalt. So viel ist sicher. Ein Farmer könnte sein, dass der oben auf der Raumstation einfach war, ne? Hier auf unserer. Deswegen beam ich mich jetzt einmal da hoch. Aber es erklärt immer noch nicht so recht. Warum meine Batterie da mal leer war. Wir gehen jetzt auf jeden Fall erstmal einen Farmer anstellen. Und vielleicht gibt ja der internationale Markt noch ein paar... ein bisschen Kobalt her. Komm, geh weg, Einblendung. Guck mal, es gibt ionisiertes Kobalt. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie viel ich brauchte. Wie viel Kohle habe ich denn? 475.000, okay, weil ich zwischendurch ein paar Piraten abgeschossen habe. Wir können ja mal nachschauen. Ah ne, ich kann hier drin mein Baumenü gar nicht auf... rufen. Nee, ich glaube, hier sehe ich nur so Zwischentechnologien. Aber hier müsste es irgendwo auftauchen, diese ganzen Schalter und sowas. Genau, Schalter. Der Schalter regelt bei Gebrauch den Stromfluss. Und wo ist der Wandschalter? Da.
Der Schalter regelt den Stromfluss, wenn er gezogen wird. Drei ionisiertes Kobalt brauche ich noch. Okay. Dann kaufen wir das hier auch mal eben. Gut. Vokabeln lernen? Nee, schon besucht. Ach komm. Alle schon besucht hier. Das wundert mich nicht, ich war zu Genüge hier. Eine Schallplatte besorgen. Nee, genau das will ich nicht. Einen Basisfarmer einstellen. Der müsste eigentlich hier sein, aber der wird mir als Ziel nicht angezeigt. Großartig. So, war einer von euch ein Basisfarmer? Corporal, nee, du wahrscheinlich eher nicht, oder? Der Techniker für Exofahrzeuge. Achso, das ist, glaube ich, auch noch so ein Angestellter. Ort nicht sein, Reisender. Okay, er gibt mir noch ein Wort immerhin. Ne, hier sitzt, steht wieder so ein Sekretär rum. So. Ja, aber das haben wir doch schon. Okay, jetzt steht hier offensichtlich kein Farmer rum. Und es wird mir auch nicht angezeigt, wo ich einen bekommen kann. Mal gucken, ob mir irgendwas dazu angezeigt wird, wenn ich wieder im Weltraum bin. Boah, hier ist echt viel los, ne? Wenn ich mir so den Radar angucke. Nee, es wird mir nichts so recht angezeigt. Da muss ich auch nochmal forschen, okay, wo ich einen Farmer herbekomme. Wo ist mein Heimatplanet? So. Aber ich will jetzt auf jeden Fall nochmal dieses Schalterproblem lösen. aber... Ich könnte mich mal in die anderen Raumstationen beamen, die ich so kennengelernt habe mittlerweile, und gucken, ob da ein Farmer rumsteht. Ich habe ja mittlerweile einige auf dem Radar. So, 1A Landung. So, neuer Schalter bauen. Wo bin ich? Ach, Strom und Industrie. Nee. Energie. Schalter. Kann das sein, dass ich den Schalter nochmal umgebaut habe und beim Umbauen dann den falschen genommen habe? Wandschalter. So, Wandschalter. Und jetzt braucht dieser Wandschalter noch einen Stromdurchfluss. So. Oh, Leute. Wir haben endlich wieder ein Lager, was funktioniert, und einen Stromkreislauf. Aber was ist dann, wofür ist dann der normale Schalter, der sofort wieder ausgeht? Der gibt quasi nur einen kurzen Stromimpuls ab, ja? Der speichert immer noch. Der ist immer noch dabei, aufgeladen zu werden. Naja gut, wenn wir ihn mal zu 100% voll haben. Ist das ja auch was Gutes. Okay, und er ist jetzt auch leer. Gut. Dann würde ich sagen, nutzen wir diese Energie und beamen uns nochmal auf andere Stationen in der Hoffnung, dass wir da einen Farmer finden.
Fangen wir einfach mal hier an. Yuangi Station. Ich habe auch nicht so recht die Ahnung, wer hier ein Farmervolk sein könnte. Kriegerischen Devüken, das haben wir irgendwann mal rausgefunden. Beziehungsweise die geben sich ja auch die ganze Zeit so, aber explizit irgendwelche Farmer oder so. Habe ich jetzt noch nicht festmachen können. So. Ja, und dann gibt es wie gesagt noch den Fahrzeugtechniker und das ist dann glaube ich auch alles, was ich an Angestellten haben kann. Und ich glaube, es ist so ein bisschen Tutorial für den Basisausbau, so ein paar Benefits geben sie einem auch noch. So, hier sieht es doch wunderbar blumig aus. Einer von euch wird ja wohl hoffentlich mal ein Farmer sein, oder? Ich verlange einen Platz in deiner Thronwelt, Eindringling. Deine Zustimmung wird dir von Ruhm... Achso, das ist der Exo-Fahrzeugmeister. Nein, dafür muss ich erstmal ein Terminal bauen. Tagelöhner. Was bist du denn für ein Tagelöhner? Bist du ein Bauer? Bist du es wirklich? Verzeih mir, aber ich suche schon so lange. Ich habe den Auftrag, dir in diesem und jedem anderen Kreislauf zu helfen. Aber keine Angst, ich wurde für meine Dienste schon vor langer Zeit bezahlt. Es ist also astrein. Konstruktions... Der Aufseher verspricht mir, meine Basis zu erweitern. Ah ne, das ist ein Aufseher, ne? Nein, ich will den nicht ersetzen. Du bist ein Kundschafter. Das sieht auch nett aus. Scheint auch eher ein Krieger zu sein. Ein Wirkenkrieger. Auf die Krieger zeigen. Auf der einen Seite steht das Kriegervolk der Kreatur und auf der anderen Seite die roberhafte Wächter. Der Krieger verlangt, dass ich... Das hätte ich mal lesen sollen, ne? Und jetzt... Macht er jetzt noch was mit mir? Die Nasenflügel des Kriegers beben vor Hoffnung und Erwartung. Er zeigt mir detaillierte Militärpläne auf seinem Datentablet. Eindringling, Wüken, abscheulich, erbärmlich... Ja, keine Ahnung. Herr Krieger ist außer sich vor Zorn. Er lässt mit wilden Gesten seiner Wut freien Lauf. Meine Entscheidung hat ihn zutiefst beleidigt. Nein, okay. Ich sollte nicht mehr auf irgendwelche Sachen antworten, die ich nicht verstehe. Ja, schade, aber hier stehen so viele Blümchen drin. Da hätte ich jetzt ein bisschen mehr erwartet, ehrlich gesagt. Ach, guck mal, ich kann jetzt solche Türen aufmachen durch meinen... Ah ne, V3 steht da. Ah, ich habe nur V1. Ja, dann auf zur nächsten Raumstation. Und wenn hier die 4 Raumstationen oder die ich, oder 5, die ich kenne, wenn die alles nichts bringen, dann muss ich mich doch mal erkundigen, wo ich mal wieder so einen Farmer herbekomme. Ich meine, Blümchen stehen hier überall rum. So, jetzt gehe ich noch auf Umbinku und danach fehlt noch die Oguan-Station. Tja, und wenn das alles nicht hilft, dann bin ich mal wieder ein bisschen ratlos, wo ich diesen Farmer herbekomme. Ach scheiße, hier drin kann ich keinen Nahkampfangriff machen und deswegen kann ich auch nicht diesen Beschleunigungsmove nach vorne machen mit erst Nahkampf und dann hier meine Beschleunigungsdüsen. Kleiner, achso, das sind immer noch die Sachen, die ich glaube ich mal mit den Kartenplaneten aufgesucht habe. Navigator, nee, Navigator brauche ich glaube ich auch nicht, oder? Ah, da bist du ja wieder, aber wo sollst du auch sonst sein? Ach, ein Navigator ist auch ein Konstruktionsaufseher. Stehen hier immer nur die gleichen zwei Typen rum? Liquidator klingt jetzt auch nicht nach Farmer. Kundschafter. Eindringling. Du hast mich zur achtfachen Rache von Hirk verdammt. Ne, ist auch ein Exo-Fahrzeug. Okay, hätte ich jetzt auch nicht so gedacht. Ja, ich glaube, ich habe hier noch nicht die richtigen Völker gefunden. Kann das sein? Das hier sind alles die Wüken. Die sind eher kriegerisch. Gra! Gra ist immer gut. Tja.
Also die ersten, ich gucke immer in die falsche Richtung, weil ich es gewohnt bin, dass die Kamera links steht. Die ersten Angestellten waren irgendwie alle ein bisschen einfacher zu finden, muss ich sagen. Aber gut, der Fahrzeugtechniker, der wird auch wieder easy werden. Weil der hier gefühlt überall auch rumsteht. So, da war ich schon. Uguan. Korvax. Ach so, Korvax. Wüken. Naja, Korvax, bin ich, glaube ich, selbst. Bin mir nicht so sicher, ob das Farmer sind oder nicht. Mal schauen, was sich hier so rumtreibt. Ja, ich würde es gerne tun, Spiel. Aber verrat mir doch mal, wo ein Farmer ist. Oh, hier sind auf jeden Fall jede Menge Leute. Reisender in Tetien. Sind du Preisender irgendwas? Er ist leider gar keiner, den ich anheuern kann. Aber immerhin lerne ich mal wieder ein Wort. Bediensteter Eslam. Ich vermute mal, er ist auch wieder ein Aufseher, oder? Ja, ein Konstruktionsaufseher. Dich brauche ich nicht. Seht man auch an diesem Symbol, was sie da in der Hand haben, was sie sind? Ja, und Leutnant wird wahrscheinlich eher was Kriegerisches sein, ne? Der sieht aber auch wieder nach dem Wüken aus. Nee, Exoterminal. Ja, Leute. Dann muss ich mal wieder recherchieren, wo ich den Farmer herbekomme. Okay. Der Farmer ist auf jeden Fall ein Gag. Und dann passt es auch, dass ich bisher noch keinen gefunden habe, weil ich einfach noch kein Gag-System bisher gefunden habe. Da müssen wir jetzt wieder ein paar neue Systeme aufdecken, bis wir mal ein Gag-System finden. Aber dafür... Und dann kann ich direkt auch nochmal ausprobieren, wie ich aus dem Weltraum Planeten scanne. So. Hier sind wir. Was haben wir da? Das kennen wir noch nicht. Glungsoi irgendwas. Hyperantrieb hat keinen Treibstoff. Ja, gut. komm, wir probieren nochmal auf der Station zu landen. Ansonsten müssen wir auch nochmal Treibstoff farmen. Ey, nice. Dann könnte es durchaus auch sein, so, aber ich kann Antimaterie und das bauen, das brauche ich auch beides dafür. So, können wir davon noch mehr bauen? Davon geht. Hierfür fehlt uns offensichtlich irgendwas. Das Salz hauen wir mal weg. Dann können wir auch mal direkt gucken, was uns hierfür fehlt. Ferritstaub. Nein, nicht Antimaterie. Das war falsch. Warpzelle. Und noch eine Warpzelle. Ja, scheiße. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht zu oft springen müssen und uns auch noch der Treibstoff dabei ausgeht. Wo ist mein Schiff? Ich will jetzt in dieser Folge auf jeden Fall noch diesen Gag-Farmer finden. So, mehr haben wir auch nicht. Er ist so knapp halb voll.
So, wo ist eigentlich unser Heimatplanet da? Dann würde ich sagen, warpen wir jetzt mal hier hin. Weil das, ich kann mir nicht vorstellen, dass man auf dieser Karte Systeme scannen kann, um zu gucken, wer da beheimatet ist. Im Gegensatz zu Planeten, was wir jetzt mal ausprobieren können, was wir wahrscheinlich auch aus dem Weltraum heraus, scannen können. Den da zum Beispiel. Komm, geh mal weg. Ah, da steht's ja auch, mit L3 scannen. Das habe ich anscheinend das letzte Mal übersehen. Ah, jetzt sehe ich auch, es ist ein eisiger Planet. Okay, der Scanner wird aufgeladen. Sehe ich das hier irgendwo, wie weit er aufgeladen ist? Und ich sehe, das ist ein gamma-intensiver Planet. Okay, okay, das macht natürlich das Suchen nach bestimmten Biomen ein bisschen einfacher demnächst. Da muss ich nicht jedes Mal auf jedem Planet landen. sehe ich jetzt hier schon, was das für ein System ist irgendwo? Ich hätte es wahrscheinlich gerade in der Anzeige irgendwo sehen können, oder? Ein Gag-System. Oh, es wäre so göttlich, wenn es direkt das ist, was wir suchen und jetzt endlich mal hier einen Farmer finden würden. Vielleicht erkennt man es auch schon an der Form der Raumstation. So. Neue Station, das heißt, wir gehen uns auf jeden Fall auch mal einen Inventarplatz kaufen. Auch wenn die mittlerweile ein bisschen teurer werden. Aber sie sind einfach so wertvoll. Ich hoffe, ich kann es mir leisten. Wie teuer sind denn die mittlerweile? Was will er denn haben? 70.000 Units. Ja, her damit. So, der Rest interessiert mich gerade nicht so. Ich will einen Farmer einstellen. Bist du Farmer-Spezialist, Trinon? Ja, wie immer. Aber das heißt, glaube ich, bei dem... Nee, Konstruktionsaufseher. Nein, dich brauchen wir wirklich nicht. Liquidator. Liquidator hört sich auch nicht so gut an. Nee, Fahrzeugterminal. Terminal. Angebot ablehnen. Und du? Bist auch kein Farmer. Wird. Handeln, Hilfe. Es muss doch irgendwo mal möglich sein, einen Farmer zu finden. Es kann doch nicht wahr sein. Aber mehr als die drei Kollegen sind hier leider auch nicht. Freund, du hast Arbeit für mich, ja? Ich habe in den besten Küchen und Gärten gearbeitet. Ah, guck mal, der Farmer bietet mir... Oh, er steht einfach hier rum und nicht da hinten bei den Angestellten. Ernsthaft? Ja, komm, bitte. Gut. Dann würde ich sagen... Ja, ja, tot, tot, tot. So. Ich habe gerade nochmal geguckt... Wie man, ob man die Gek und die Wüken gut unterscheiden kann. Aber im Prinzip, der eine sieht noch ein bisschen kleiner aus und der andere ein bisschen größer. Das sind Korvax. Korvax sind die Roboter, Gek sind anscheinend die kleineren Typen und Wüken die größeren. Kann das sein? So.
Irgendwie die Wüken können wir am besten, die kriegerischen, habe ich den Eindruck. Und du müsstest doch dann jetzt wieder ein Gag sein, okay. Langsam habe ich das mit den Fraktionen so ein bisschen raus. Ich hatte bisher aber noch nicht, glaube ich, die Zeit und die Aufmerksamkeit, mich damit so richtig zu beschäftigen. So. Ja, alles prima. Jetzt haben wir einen Farmer, einen Inventarslot mehr. Jetzt beamen wir uns auf meine Basis zurück. Jetzt haben wir auch schon einiges an Auswahl hier. Zumindest an Völkern und Biomen und sowas. Das ist eigentlich schon mal ganz gut. So, jetzt beamen wir uns zurück und ich würde sagen, mal gucken, was der Farmer für Aufgaben für uns hat, beziehungsweise der Aufseher jetzt. Das schauen wir uns beim nächsten Mal an. Ich sage hier erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis denne.